Wir spielen hier eine weitere Folge Tiny Tina's Wonderland mit unserem Badass Pilzgefährten. Was geht ab, Mann? Ja, tanzt eine Runde. Und den fast so badassigen Wyvern-Gefährten. Fast so badass. Ja, wenn er nur größer wäre. Das sagen sich viele Leute wahrscheinlich. In der Ron Rivolte. Ja. Oh, was für ein Anfang. Was für ein Anfang. Ich glaube, dass ich hier rüberhopfen muss. Hallo Nussbraun. Sorry, kleiner Eiserner. Du wirst ignoriert. Vielleicht putzt euch Pilzgefährte einen vor. Aber ich habe was Wichtiges zu tun. Dolly 2 und Ewig Girl 2. Dolly 1 haben wir, glaube ich, verfüttert an den Drachen. Wir müssen Ron Rivolte finden. Wir haben keine Zeit für fette Fights, nur kleine Fights. Das ist ein storylastiges Playthrough. Und ein pilzlastiges anscheinend. Aber nicht so pilzlastig. Ah, you can catch me. Tornado. Okay, sie können mich doch fassen. Hallo Pilzgefährte, zurück in den Kampf mit dir. Verdammt. Ron Rivolte. Ich glaube, da komme ich rüber so. Wow. Well, we're gonna find out. Hier drüben, oder? Wo ist die Loot? Da war Loot. Oh, dieses Ding halt. Ein weiterer ruhmreicher Tag in unserer idyllischen kleinen Stadt. Es ist so herrlich, an einem Ort zu leben, an dem absolut nichts Außergewöhnliches passiert. So ist es. Hier ist alles so wunderbar vorhersehbar, ohne dass sich je etwas ändert. Zeit für einen weiteren Routine. Glanzvoll, Baby! Jetzt hat sie es unterbrochen. Goddammit, Dina! Auf meine Storys zu unterbrechen. Datenmaterial, Stahl, Chrom. Mehr stählerisch muss es sein. Ich komme, Ron Rivolte. Rivolte? Upsi. Ron Rivolte. Dann. Kann auch sein, dass ich einen kompletten Schwachsinn zusammenlaufe. Wo ist mein Ronnie Boy? Hallo, Wyvern. Die Waffe gehen wir kurz testen. Ich weiß nicht, was ich da neu mit habe und was nicht. Was bist du? Wen haben wir hier? John Wallace. Hatten wir nicht schon einen Wallace? Ah, egal. Rüber zu Ron. Ronnie. Versammelt euch! Jeder liebt Skelette in diesem Spiel. Aha, da bist du ja endlich, getreuer Knappe. Steh nicht untätig herum. Ein Abenteuer wartet auf uns und eine Prinzessin. Ein Ritter lässt eine Prinzessin niemals warten, was? Naja, ich würde sie warten lassen. Das Retten von Prinzessinnen wird sicher gut bezahlt, oder? Du bist zu sehr auf das Weltliche bedacht. Dies ist eine Mission für die Liebe. Und nun eile zum Versteck des Zyklopen. Und vergiss nie, die landschaftlich schöne Route zu nehmen. Das Leben ist zu kurz, Knappe. Der einäugige Teufel hält meine Holde gefangen. Wer weiß, wie viele tapfere Seelen schon bei dem Versuch, sie zu retten, ihr Leben verloren. Knappe, sieh nur. Die Pilzlakaien des Ungeheuers. Wir müssen sie besiegen. Natürlich müssen wir das. Komm schon, Pilzgefährte. Siege die Lakaien. Was für Lettes.
Shotgun, Nachladegeschwindigkeit. Habe ich eine Shotgun? SMG. SMG. Vielleicht das. Nein, eiserner Pilz. Roter Pilz. Ich bin ruhig hier. Nicht so viele Fights. Nicht so viele Gegner. Die schwachen Waffen nehmen wir auch mit. Das wird eine kleine Mission. Während man Essen kocht im Hintergrund. Im Backofen. Was gibt's? Hühnerbrust Gemüse überbacken mit leichtem Käse. Was machst du da, Ron? Das verstehe ich nicht. Wo ist denn der Zyklop? Siehst du den Riesen mit einem Auge etwa nicht? Er ist doch direkt vor dir. Ach so, der Kerl hält das Zifferblatt auf dem Uhrturm für die Pupille eines Zyklopen? Und da spielen wir mit? Der braucht doch professionelle Hilfe. Du wirfst mit einem Genie, um imaginäre Schwerter zu schwingen, du Genie. Okay, auch wieder wahr. Der Mörserpilz. Pass auf, Ron. Mehr Pilze. Pilzgefährte wird schon regeln. Oder Pilzgefährte. Pilzgefährte hat schon wieder einen fahren lassen. Natürlich. Das ist das Pilzgefährte lässt einen fahren Playthrough. Gute Arbeit, Pilzgefährte. Zwischendurch muss es halt raus, oder? Schwaches Schild, nur her damit. Schwache Rüstung. Pilzgefährte hat den fahren lassen. Wir haben den Zyklopen erzürnt. Schnell, wir müssen zurückschlagen. Sonst wird er uns beide töten. Oh nein, ich hab ja so... Gekonnt, Knappe. Jetzt machen wir unserem Feind den Gar aus. Ja, wie machen wir das? Ripost, Remise, Paguet, Moulinet, s'il vous plaît. Geschafft! Der Zyklop ist gefallen! Aber für wie lange? Schnell, Knappe, schnell! Zum Bergfried, ehe er sich wieder erhebt! Nichts. Wo ist meine goldene Kugel? Verdammt. Bitte aufmachen. Ah, da ist er. Oh, Elend! Dein Name ist Trivote. Oh, wackerer Zyklop! Dein Augenstrahl wird schnell! Ich bin zu schwach. Doch horch, die Prinzessin ruft. Ich bitte dich, mach weiter! Finde die Prinzessin! Ich kenne mich mit Schreien aus und der klingt echt. Ich werde deine Prinzessin schon finden. Je mehr Würfel, desto besser die Beute. O törichtes Herz, welches das Blut eines Ritters durch diese zarten Adern pumpt. Doch ich kann nicht ruhen, solange Riesen unbesiegt und holde Jungfern in Türmen gefangen sind. Während ich hier verschnaufe, kann ich... Ich habe es. Mein Goldstück mir den Atem raubt. Wenn treu sie steht an meiner Seite. Und bei mir ist, wenn niemand glaubt, dass Rettung kommt zur rechten Zeit. Perfekt. Und jetzt die nächste Strophe. Was reimt sich auf Busen? Flusen? Drusen? Nein, ich weiß. Pampelmusen. Den schreibe ich mir auf. Könnte ich doch mein Leben lang hier liegen und Gedichte schreiben. All die Jahre hielten mich die Menschen für wahnsinnig, weil ich in jedem Tag ein Abenteuer sehe. Doch ohne eine Mission durchs Leben zu gehen, sich dem Fantastischen zu verschließen und der Leidenschaft abzuschwören, das ist der wahre Wahnsinn. Oh, okay, okay. Es gibt eine Mission hier zu tun. Wo ist sie?
Ja. Rauf muss ich. Die wahre Prinzessin war auch gerade da. Ja, verdammt. Und ich dachte schon, es ging um eine richtige Prinzessin. Ich kann nicht mit leeren Händen zurückkehren. Komm, Prinzessin, ich nehme dich mit. Wow. Mr. Revolte. Da bist du ja. Ah, mein Herz ist froh, die Liebe so nah zu wissen. Hast du mir meine süße Blume gebracht? Klar doch. Eine Prinzessin, wie bestellt. Aber Knappe, bist du blind, dass du diese einfache Magd für eine Prinzessin hältst? Nicht so ungut, werte Dame. Die Prinzessin ist groß mit einer königlichen Kontenance, der schlanken Gestalt einer Adligen und blondem Haar, so glatt wie ein Köcher voll goldener Pfeile. Schnell, schnell, hol die echte Prinzessin! Holen wir sie? Ja, ja, warum nicht? Warum nicht? Ich muss mich für das Benehmen meines Knappen entschuldigen. Obgleich du dich geschmeichelt fühlen solltest, mit einer Prinzessin verwechselt zu werden, auch wenn es nur durch einen dummen Knappen war. Hm. Ah, aber verzeih, denn was an Knappenverstand fehlt, eine Menge, wird durch Treue, Ehre, Mut und Ritterlichkeit wettgemacht. So viel geleistetem Beistand für mich in manch schwerer Stunde könnte mein Knappe eines Tages vielleicht selbst ein stattlicher Ritter werden. Gewiss wird das Abenteuer des Knappen eines Tages nur ein Teil meiner Geschichte sein, die man allerorts lesen und hören wird. Vielleicht als Ode mit dem Titel Le Chanson de Rivolte. Oder, wenn es den Federführern an kreativeren Einfällen mangelt, die Abenteuer des Ron Rivolte. Ron Rivolte. Ja, ja, natürlich, ich bin die Nebengeschichte. Für dich. Für dich spiele ich die Nebengeschichte. Groß, schlank, blond. Du musst die Prinzessin sein. Knappe, wo bleibst du? Mein Herz schlägt höher. Was nur bedeuten kann, dass du die Prinzessin gefunden hast. Zu mir, beeile dich. Hast du endlich die Prinzessin? Hey, hier ist sie, glaube ich. Ah, da wir wieder vereint sind, naht das Ende unserer Mission. Doch, was ist das? Der Zyklop scheint erwacht zu sein und ist nicht gut auf uns zu sprechen. Er ruft seine gärtnerischen Gesellen. Komm, Knappe, zu den Waffen! Blütze, verdammt! Du doch was, Pilzgefährte! Ah, geliebte Prinzessin! In den Stunden, die wir getrennt waren, schrieb ich dir ein Dutzend Gedichte. Bitte, die waren sogar nicht schlecht. Eines oder fünf davon vorzutragen, ehe ich in meiner überschwappenden Leidenschaft ertrinke. Dieses schrieb ich, als ich über einen Stein stolperte. Erste Begegnung erinnerte. Als mein Auge dich erblickte, war ich gar so sehr bewegt, dass mein ganzer Körper kippte. Du hast mich glatt weggefegt. Gefällt es dir? Du findest es furchtbar, oder? Dein Schweigen spricht deutlicher als jeder meiner Reime. Dieser Reim fiel mir in einem Traum ein. Es war nur ein sehr kurzer Traum, aber sehr bewegend. Kein Staub legt sich auf meinen Flur, kein Krümel in mein Haus. Trau ich auf meine Liebe nur, die wischt sie sanft hinaus. Verstehst du? Die Liebe wischt den Staub hinfort, wie ein Staubwedel oder etwas anderes. Besen. Besen. Eine Metapher. Hält der Typ auch mal die Klappe? Ich hab sowas schon mal gesehen. Er befindet sich in einer Liebestrance. Wir müssen ihn mit Körpereinsatz da rausholen. Oh, oh nein, Liebes, keine Chance. Ich erzähle nur bis zum fünften Date. Danach seid ihr auf euch gestellt. Nein, ich meine, dass wir ihn schlagen sollen.
Woran du gleich immer... Moment, was bedeutet fünftes Date? Oh, Baby! Beim fünften Date gibt es Tee und Gebäck, aber ohne Anstandsdame. Allein die Erwähnung ist skandalös. Warte, ich dachte, beim fünften Date tauscht man Dateiverzeichnisse mit verlustfreier Kompression. Wie kommt ihr nur auf all diese Dates? Nicht wirklich. Verstehe ich auch nicht. Doch scheint mir... Sag, meine Holde, bist du noch schöner geworden, seit du zuletzt in meinen Armen lagst? Hast du etwas machen lassen? Neuer Lack? Nein. Du hast dir die Borsten schneiden lassen. Habe ich recht? Was es auch ist, ich finde es reizend. Wenn ich dich nun ansehe, fesselt mich dein verzückter Blick. Ah, lass uns im Ozean der Stille einer gemeinsamen Liebe verweilen. Denn welch banale Poesie vermag es, das leise Schlagen zweier Herzen im Einklang auszudrücken? Schweig still, meine Liebe. Möge dieser Moment ewig andauern. Steh nicht untätig herum. Ein Abenteuer wartet auf uns und eine Prinzessin. Ein Ritter lässt eine Prinzessin niemals warten, was? Restaurant. Mit dem Besen voraus. Zerlege die Gegner. Der hat eine gute Lauffigur. Wenn ich ein Sprinter wäre, hätte ich Angst vor ihm. Oh, diese Körperhaltung. Jeder Sportlehrer würde sich zu Tode weinen. Knappe, vor Freude. Deine Mission ist abgeschlossen. Und doch gestehe ich, dass unsere gerade erst beginnt. Wir müssen dich jetzt verlassen. Das Abenteuer mit Namen Liebe ruft. Merke dir, was ich dich lehrte. Und du wirst es weit bringen. Die Welt steckt voller Abenteuer. Man muss nur seine Augen und sein Herz öffnen, um ihre Wunder zu entdecken. Nun, lass uns Abschied nehmen, Knappe. Denn ich muss fort. Schließlich lässt ein Ritter eine Prinzessin niemals warten. Na, dann geh. Ich wünsche euch beiden einen Haufen Glück. Tschüss, Ronny. Abenteuer! Das hatte ich nicht erwartet. Ich wollte auch Abenteuer. Oh. Oh, dann halt nicht. Dieses Mal glaubst du an dich selbst. Ja, sowas gibt's nicht. Selbstvertrauen. Mist! Lass mich in Ruhe. Ich habe kein Selbstvertrauen. Nein. Nicht kämpfen. Blitzgefährt hat schon wieder einen fahren lassen. Ja. Ich habe nur Gefährten, die rumfurzen. Das Einzige, was ich habe. Okay, okay. Ach, verdammt. Eigentlich will ich hier noch raus. Die Episode ist ja schon vorbei. Als nächstes kommen die Piraten. Piratenquest kommt als nächstes. Blitzgefährte, gute Arbeit. Dafür wirst du bezahlt. Nicht wirklich, aber... Als im Hinterkopf. Dass du was verdienen könntest. Fleischpilz, geht. Ich mag nur die veganen Pilze. Du explodiert. Weg mit dem Pilzrufer. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da ist noch einer. Fleischpilz am Haus oben. Um seine Dominanz zu beweisen. Okay, schaffe ich sie raus. Da ist noch was Blaues. Noch was Grünes. Die Mini-Loot, her mit der Mini-Loot. Dann gehen wir in die Hauptstadt. Karte sagt. Wo komme ich hier raus? Komme ich jetzt rauf in die Kirche? Ich will doch nur aus der Map hinaus. Verdammt.
Lass mich aus der Map hinaus. Wo ist der schnelle Ausgang? Hier ist er. Hier ist er. Jo. Genug rumgeteleportet, mir ist schon schwindelig. Episode. Wir haben jetzt 20 Minuten zusammengebracht hier. Episode vorbei. Meine Damen und Herren, ich habe Ron Rivolte gefunden. Er hat die Landung nicht so gut überlebt wie ich. Alles klar. Ah, ein Dollar. Ein Dollar haben wir bekommen. Naja. Dann halt tschüss. Tschüss, Ron.